Königsberg für eine Handvoll Euro. So titelte der Spiegel im Jahr 2001 und bezog sich dabei auf Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik und der russischen Regierung. Es ging dabei um nicht weniger als eines der historisch bedeutendsten Gebiete Deutschlands. Ein Territorium von über 15.000 Quadratkilometern im Herzen des ehemaligen Ostpreußens. In Deutschland häufig noch Königsberg genannt, international heute jedoch meist nur noch unter dem russischen Namen Kaliningrad bekannt. Und laut verschiedenen Quellen soll es damals Verhandlungen über einen Verkauf bzw. eine Rückgabe an die Bundesrepublik Deutschland gegeben haben. Aber dies war nicht die einzige Option. Tatsächlich gab es nach dem Zerfall der Sowjetunion mehrere Bewegungen, die eine unterschiedliche Zukunft für Kaliningrad forderten. Dies reichte von einem Anschluss an Litauen über eine Neubesiedlung durch Deutsche bis hin zu einer vollständigen Unabhängigkeit als eigener Staat. Wir werden uns heute also einige interessante Vorschläge anschauen. Was hatte es wirklich auf sich mit diesen Verhandlungen? Warum scheiterte eine Rückgabe in der Realität? Und welche weiteren außergewöhnlichen Optionen standen für die russische Exklave im Raum? All diese spannenden Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Kaliningrad bzw. Königsberg war insgesamt 684 Jahre lang von Deutschen bewohnt. Zunächst als Teil des Deutschen Ordens, später unter Herrschaft des Herzogtums und Königreichs Preußen und später dann als Provinz des Deutschen Reiches. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor Deutschland durch den Versailler Vertrag aber schließlich viele Territorien. Die Region Ostpreußen mit der Hauptstadt Königsberg blieb zwar in der Hand der Deutschen, jedoch war sie nun erstmals vom Kernland abgetrennt und wurde zur Exklave. Dies war für Deutschland natürlich ein Dorn im Auge. Hitler erklärte es daher zu einem der wichtigsten Kriegsziele, die ehemalig umliegenden deutschen Territorien zurückzuerobern, um Preußen wieder über Land mit Deutschland zu verbinden. Und wie wir wissen, gelang ihm dies ja auch für einige Zeit in den ersten Kriegsjahren des Zweiten Weltkriegs. Doch mit schwindenden Siegen und einem Vorrücken der Sowjetunion wollte auch diese eine finale Lösung des Ostpreußen-Problems erzwingen. Bereits im Dezember 1943 auf der Teheran-Konferenz machte Stalin das Territorium zum erklärten Kriegsziel der Sowjetunion. Und nach dem finalen Sieg 1945 konnte er diesen Willen auch durchsetzen, wenn auch nicht in vollem Umfang. Denn auf der Potsdamer Konferenz nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde eine Teilung der Provinz Ostpreußen beschlossen. Der Norden, einschließlich Königsberg, wurde von der UdSSR annektiert. Es wurde allerdings nicht an die umliegende Sowjetrepublik Litauen angeschlossen, sondern fiel direkt an die russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik als Exklave. Die südlichen Teile Ostpreußens wurden als die historischen Regionen Ermland, Masuren und Powiśle wieder Teile Polens. Wir werden uns nun aber ausschließlich mit dem nördlichen Teil Ostpreußens, nämlich Königsberg, befassen. Dieses galt als Herzstück Ostpreußens, jedoch standen für die Deutschen dort harte Zeiten bevor. Zunächst wurde die Region umgehend in Kaliningrad umbenannt, zu Ehren des sowjetischen Politikers Michail Kalinin. Und ab 1947 begann eine massenhafte Zwangsumsiedlung fast aller deutschen Staatsbürger aus der Region. Bis dahin lebten dort knapp 400.000 Menschen, die meisten Deutsche. Bereits 1947 wurden über 100.000 Bewohner vertrieben und bis Ende 1948 lebte dann kaum ein Deutscher mehr im ehemaligen Königsberg. Im Gegenzug besiedelte die sowjetische Regierung das Gebiet mit Menschen aus verschiedenen Teilen der Sowjetunion. Doch nur wenige kamen freiwillig. Die Sowjetrepubliken wurden daher gezwungen, bestimmte Quoten an Menschen nach Kaliningrad zu schicken. Und so schickten diese oft die sozial am wenigsten erwünschten Personen, wie Alkoholiker, Straftäter oder Menschen ohne Bildung. Bis 1948 kamen so ca. 400.000 neue Siedler an. Die Bevölkerung wurde also innerhalb weniger Jahre fast vollständig ausgetauscht, wodurch sich auch der Charakter Königsbergs vollständig änderte. Die deutsche Geschichte und Kultur wurde weitgehend verdrängt. Straßennamen und geografische Bezeichnungen wurden russifiziert und viele historische Gebäude wurden abgerissen oder vernachlässigt. Die Stadtplanung folgte dabei den typischen sowjetischen Mustern. Es wurden zahlreiche Plattenbausiedlungen errichtet, um die Wohnungsnot zu lindern und den Bedarf der wachsenden Bevölkerung zu decken. Doch trotz der Industrialisierung und des Wachstums litt die Region unter typischen sowjetischen Problemen wie Versorgungsengpässen, niedriger Lebensqualität und Umweltverschmutzung. Kaliningrad war nun vor allem ein bedeutender militärischer Vorposten. Teile der Region waren für Ausländer und teilweise auch für sowjetische Bürger komplett gesperrt. Übrigens durften die Deutschen ihre ehemalige Heimat bis in die 80er Jahre nicht mal mehr kurz besuchen. Erst unter Gorbatschow kam es zu Lockerungen und mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion öffnete sich Kaliningrad wieder. Doch hatte es mittlerweile überhaupt nichts mehr mit dem früheren Königsberg zu tun, was auch die deutsche Regierung zum Bedauern der ehemaligen Bewohner feststellen musste. Dennoch kam es ab den 90ern zu vielen Überlegungen zum zukünftigen Status Kaliningrads. Denn nach der Unabhängigkeit von Litauen war die Region nun eine vollständige Exklave Russlands an der Ostsee. Der offensichtlichste Vorschlag war dabei die Rückgabe an Deutschland.
Und plötzlich wurde auch von vielen Seiten berichtet, dass es ein Angebot geben würde. Wo es übrigens auch gerade ein unschlagbares Angebot gibt, ist bei meinem treuen Partner Holy. Denn ihr kennt das sicher, wenn ihr in einem langen Arbeitstag auf der Suche nach einem Energieboost seid, jedoch nicht ständig zu den ungesunden und teuren herkömmlichen Energydrinks greifen wollt. Genauso ging es mir auch immer, doch mit Holy habe ich die perfekte Lösung gefunden. Holy Energy bietet einen erschwinglichen Energydrink, der ideal für diejenigen ist, die auf der Suche nach einem schnellen und gesünderen Energieboost sind, ohne dabei ihr Budget zu sprengen. Denn die Getränke von Holy kosten maximal 80 Cent pro Portion, also nur die Hälfte von anderen Vergleichsprodukten. Sie sind zudem auch zuckerfrei und mit weniger als 20 Kilokalorien pro Portion eine deutlich gesündere Alternative zu anderen Softdrinks. Und dabei schmeckt es auch noch unglaublich lecker. Es ist wirklich schwierig, sich zwischen den ganzen Sorten zu entscheiden. Mein aktueller Favorit ist dabei Strawberry Shark, ich bin aber sehr gespannt, was eurer ist. Egal ob ihr also fitter werden oder wie ich gesünder leben und Geld sparen wollt, Holy unterstützt euch dabei super einfach bei der Umsetzung. Besonders empfehlen kann ich dabei das Starterpaket Deluxe. Es ist der ideale Start, um sich durch das ganze Sortiment zu testen, ohne schlechtes Gewissen und Verzicht. Denn damit bekommt ihr nicht nur die Holy Energy und Holy Ice Tea 14er Probierbox, sondern auch das Probierpaket Holy Hydration mit sogar 15 verschiedenen Geschmackssorten. Und on top gibt es dann auch noch den unglaublich praktischen Shaker. Die Box ist aktuell stark reduziert und mit dem Code CAMEL bekommt ihr nochmal zusätzliche 10% und mit dem Code CAMEL5 5€ Rabatt auf die erste Bestellung. Schlagt also jetzt gerne zu und sichert euch Holy. Und damit zurück zum Video und zum scheinbaren Kaufangebot Kaliningrads. Denn tatsächlich war der Status von Kaliningrad bis Mitte der 1960er Jahre eines der wichtigsten politischen Themen der jungen Bundesrepublik. Doch der politische Diskurs änderte sich über die Jahrzehnte und nach der massiven Russifizierung sah man nur noch wenig Wert in einer Rücknahme Königsbergs. Das Thema geriet daher immer mehr in den Hintergrund und wurde nur noch in den rechtsextremen Kreisen diskutiert. Dennoch enthüllte der Spiegel später, dass es laut eigenen Quellen tatsächlich ein Angebot zu Verhandlungen gegeben habe. Als Teil der 2+4 Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik und den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs soll der sowjetische Generalmajor Geli Batenin eine Rückgabe Kaliningrads ins Spiel gebracht haben. Der deutsche Chefdiplomat soll allerdings den Standpunkt Deutschlands ziemlich klar gemacht haben. Er wird dabei folgendermaßen zitiert: Bei der Vereinigung geht es um die Bundesrepublik Deutschland, die DDR und das ganze Berlin. Wenn die Sowjetunion Probleme mit der Entwicklung des nördlichen Ostpreußens habe, so sei das ihre Sache. Königsberg war, wie ja bereits angesprochen, nur noch ein armer, wirtschaftlich abgehängter Militärstützpunkt, der mit Deutschland genauso wenig zu tun hatte wie alle anderen russischen Oblasten auch. Laut einer russischen Volkszählung machten die Deutschen auch nur noch weniger als 1% der Bevölkerung aus. Die Bundesrepublik sah dementsprechend auch keinen Wert in einem Rückkauf Königsbergs. Im Gegenteil hätte es mit Sicherheit zu zahlreichen neuen Problemen mit der dortigen russischen Bevölkerung geführt. Zudem ist auch unklar, ob es dieses russische Angebot tatsächlich gab. Denn Gorbatschow selbst widerlegte die Geschichte später und auch andere deutsche und russische Quellen sprechen davon, dass es solche Gespräche niemals gab. Dennoch kam es auch noch zu weiteren Überlegungen über den zukünftigen Status der russischen Exklave. So wurde besonders in Litauen über die Annexion eines Teils Kaliningrads, der als Klein-Litauen bekannt ist, gesprochen. Im Jahr 1994 forderte der damalige litauische Staatschef die Abspaltung und Entkolonialisierung Kaliningrads von Russland. Und andere litauische Politiker forderten eine vollständige Unabhängigkeit. Ähnlich wie auch viele Einheimische der Exklave. Dort entstand seit Anfang der 1990er Jahre der Wunsch, die Oblast Kaliningrad von Russland unabhängig zu machen und einen vierten baltischen Staat zu gründen. Daraufhin wurde die Baltische Republikanische Partei mit dem Ziel gegründet, eine autonome baltische Republik zu gründen. Die Partei wurde aber schließlich 2003 von den Kremlbehörden von der Teilnahme an allen Wahlen ausgeschlossen. In Russland wurde auch immer wieder berichtet, dass sich Polen auf eine angebliche Annexion Kaliningrads vorbereiten würde. All diese Berichte stellten sich allerdings als Fake News heraus und die polnische Regierung stellte niemals solche Pläne auf. Denn letztendlich profitierte sie ja selbst von der Aufspaltung Ostpreußens nach dem Zweiten Weltkrieg, weshalb sie kein Interesse an einer Änderung des Status quo hatte. Und ein weiterer Vorschlag kommt dann tatsächlich nochmal aus Deutschland. Nachdem die deutsche Regierung kein Interesse an Kaliningrad zeigte, begannen ab den 1990er Jahren Organisationen mit Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen in Deutschland Geld zu sammeln, um eigenständig Land dort zu kaufen. Ziel war es, ethnischen Deutschen die Ansiedlung dort zu ermöglichen und Stück für Stück mehrere deutsche Dörfer und Städte zu gründen. Die Aktion Deutsches Königsberg finanzierte zum Beispiel den Bau einer deutschsprachigen Schule und von Wohnungen in Dallnähe zu Deutsch Amtshagen. Eine weitere Gruppe, die mit dem verurteilten Terroristen Manfred Röder in Verbindung steht, sammelte Spenden, um im Dorf Olchowatka Wohnungen für ethnische Deutsche zu bauen. Diese wurden dabei mit üppigen Gehältern gelockt.
Die meisten Siedler waren allerdings Russlanddeutsche, die zum Teil selbst keine Deutsch mehr konnten und als Einwanderer nach Deutschland abgelehnt wurden. Zudem zeigte sich die russische Regierung natürlich überhaupt nicht begeistert von den deutschen Organisationen. Stück für Stück wurde den Initiatoren der Projekte die Einreise in die Oblast Kaliningrad verboten. Und die meisten Vereinigungen wurden schließlich wegen Verstoßes gegen das russische Gesetz über NGOs liquidiert. Auch dieses Projekt war also bald Geschichte. Die offiziellen Positionen aller beteiligten Länder sind dabei auch ziemlich klar. Sowohl die Regierungen Polens und Litauens als auch der EU erkennen Kaliningrad als Teil Russlands an. Und auch Deutschland unterzeichnete, dass es als Teil des 2+4 Abkommens auf jegliche Gebietsansprüche auf das ehemalige Ostpreußen verzichtet. Wobei es, wie wir gesehen haben, sowieso nie ernsthafte Bestrebungen dafür gab. So, das war's von dem Video. Schaut gerne bei Holy vorbei und sichert euch noch schnell das unschlagbare Angebot. Kanntet ihr diese verschiedenen Vorschläge für Kaliningrad? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch unbedingt noch die Folge über das deutsche Dorf in Moskau an. Ich verlinke es euch direkt hier, viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.